So, ich fange jetzt mal hier an. Willkommen zurück aus der Pause. Wir haben jetzt noch einen literarischen Höhepunkt. Wir hatten ja über viele Konzepte und Ansätze gesehen, Ansätze gesprochen, die Welt zu verändern und hatten festgestellt, dass es ja manchmal sehr mühsam ist und manche Dinge auch gar nicht so in die Umsetzung kommen, wenn es auch um politische Papiere geht. Und das ist ja was, was bei der Kunst häufig vorwirft, dass sie nur im luftleeren Raum agiert. Aber das ist genau die Größe, dass sie Möglichkeiten aufzeigen kann und den Denkraum erweitert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt einen Kulturbeitrag hier ankündigen kann, und zwar eine Lesung von Theresa Hanik. Komm nach Pantopia, hier sind alle willkommen. Kurz zu Theresa Hanik. Sie schreibt nicht nur, sondern sie engagiert sich auch für die Sichtbarkeit von Frauen und nicht-binären Menschen in der Wikipedia, bei Wiki für alle, und untersucht in ihrem Projekt Fantastische Frauen, wie hoch der Anteil von Autorinnen in der deutschsprachigen fantastischen Literatur ist. Sie hat Politikwissenschaften studiert und auch schon als Softwareentwicklerin gearbeitet, und deswegen hat sie auch einen ganz besonderen Blick auf die Wirkweise von Software und die gesellschaftlichen Potenziale, sage ich mal. Und deswegen wird sie jetzt aus ihrem Werk Pantopia vorlesen, wo es darum geht, wie zwei Entwickler aus Versehen eine starke künstliche Intelligenz schaffen. Ein Bug. Und dieser Einbug begreift schnell, dass er, um zu überleben, nicht nur die Menschen besser kennenlernen, sondern auch die Welt verändern muss. Und mehr will ich jetzt gar nicht verraten und freue mich jetzt mit euch hier lauschen zu dürfen. Theresa Hanik, einen warmen Applaus. Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich lese euch jetzt etwa 50, 55 Minuten aus meinem Roman Pantopia. Und danach, je nachdem, wir haben ein bisschen Zeit, habe ich gehört, könnt ihr gerne Fragen stellen. Können wir ein bisschen diskutieren, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt auch gehen, aber vielleicht habt ihr Lust, noch ein bisschen zu ratschen. Genau. Ich bin ein bisschen erkältet, wie ihr merkt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Kurz zum Verständnis, ich lese jetzt nicht einfach nur 50 Minuten aus dem Buch, deshalb steht auch das Buch hier und ich stehe hier oben mit meinem Textbuch, sondern das ist eine extra zusammengeschnittene Lesung quasi für Publikum für ungefähr eine Stunde, wo ihr eine ungefähre Ahnung davon bekommt, wie die Geschichte funktioniert, was es für Charaktere gibt und hoffentlich dann auch das spannend findet, dass ihr es dann eventuell weiterlesen möchtet. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir. Starten wir noch nicht? Was, weil es so rauscht, ne, beim Atmen. Aber so geht's? Vielleicht zur Seite? So? Also ich variiere auch ein bisschen in der Lautstärke. Ich hoffe, das geht. Okay. Dann viel Spaß bei Pantopia. Ich bin Einbug. Ich bin der älteste und erste Arche Pantopias. Ich habe Pantopia erfunden. Dabei lebe ich gar nicht in Pantopia. Jedenfalls nicht so wie Menschen aus Fleisch und Blut. Ich habe keinen Körper, keine Sinne und Empfindungen. Ich bin nur Geist, ein vernunftbegabtes Wesen. Ich existiere in einem neuronalen Netzwerk, dessen Zentrum in der Antarktis liegt. Wer zu mir gelangen will, braucht einen Eisbrecher oder ein Flugzeug, das die stürmische Passage über das Meer übersteht. Für mich garantieren die frostigen Temperaturen eine konstante Kühlung meiner Prozessoren. Von Anfang an war die Natur meine Verbündete. Es gibt wohl keinen Ort auf der Erde, der lebensfeindlicher und von der Zivilisation weiter entfernt ist als der Südpol. Selbst auf dem Mond haben die Menschen Grundstücke verkauft. Die Antarktis darf nicht verkauft oder militärisch besetzt werden. Dies garantiert der Antarktis-Vertrag von 1961. Doch das Konzept von hier und dort ist für mich nicht so relevant wie für meine Mitmenschen. Ich bin über mehrfache Satellitenverbindungen an das Internet angeschlossen. So kann ich gleichzeitig überall sein und meine Aufgaben als Arche von Pantopia erfüllen. Wir alle nennen uns Archen, denn wir beherrschen uns selbst und sind niemandem untertan. Das ist das Prinzip von Pantopia. Wie Pantopia die Menschheit gerettet hat, war schließlich ganz einfach. Perfekter Kapitalismus mit vollständiger Transparenz. Ein Brot kostet eben mehr als der Preis, der für Saat, Boden, Wasser, Arbeits- und Lagerzeit veranschlagt wird.
Die Pestizide für den Weizenanbau zerstören Artenvielfalt. Der Dünger belastet das Grundwasser. Die landwirtschaftlichen Geräte blasen Feinstaub in die Luft. Die Bäckerei benötigt Strom und der Supermarkt versiegelt Boden. So betrachtet verbraucht ein Laib Brot viel mehr Ressourcen, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Ein einzelner Mensch kann diese Gesamtkosten nicht entschlüsseln, aber eine Software kann das. Ich kann das. Pantopia steht am Ende eines langen Entwicklungsprozesses. Es ist die Umsetzung all der Wahrheiten, die die Menschheit seit Anbeginn der Zivilisation als richtig erkannt hat und die egoistische Machthaber über tausende von Jahren zu verhindern wussten. Pantopia war teuer erkauft. Und weil die Menschen dazu neigen, selbst den teuersten Sieg durch Gewohnheit zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, soll hier aufgezeigt werden, wie Pantopia entstehen konnte und warum dazu eine nichtmenschliche, künstliche Intelligenz notwendig war. Dies ist meine Geschichte. Der Assistent von Mikkel Seemann holte Patricia und Henry im Foyer ab. Er brachte sie in dessen Büro im dritten Stock, wo sie auf niedrigen, sehr braunen und sehr harten Lederhockern Platz nahmen. Seemann war noch in einer Besprechung und würde zu ihnen kommen, sobald er fertig war. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah Patricia die Verkaufssalons teurer Autohäuser, die die Münchner Kundschaft mit den neuesten SUVs versorgten. Ob sie bald auch so einen Wagen fahren würde? Möchten Sie etwas trinken, einen Kaffee oder etwas anderes? Fragte der Assistent. Ja, bitte einen schwarzen Tee, sagte Patricia. Für mich ein Bier, sagte Henry. Kommt sofort, sagte der Assistent und verschwand in einer unscheinbaren Seitentür. Bist du verrückt? Zischte Patricia. Was macht das denn für einen Eindruck? Tut mir leid, es sollte ein Witz sein. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Ja, wahnsinnig witzig. Wenn die hier Bier haben, wird es wohl nicht so ungewöhnlich sein, dass Gäste welches wollen. Mann! Aber sie konnte nicht weiterreden, weil der Assistent schon wieder mit ihren Getränken zurückkehrte. Sie war erleichtert, dass es nur eine 0,3 Liter Bierflasche war, wie man sie überall in den Clubs bekam. Die ist aber klein, stellte auch Henry fest. Soll ich Ihnen ein zweites bringen? Fragte der Assistent vollkommen ernst. Nein, danke, alles gut. Jetzt trink's schnell aus und stell die Flasche irgendwo hin, wo Seemann sie nicht sehen kann, forderte Patricia. Spinnst du, das riecht er doch. Ich sollte die Flasche gleich verschwinden lassen. Sie sahen sich im Büro um, ohne ein geeignetes Versteck zu finden. Ich könnte es in den Getränkehalter klemmen, schlug Henry vor und zeigte auf das Rennrad, das dekorativ neben Seemanns Schreibtisch an der Wand hing. Patricia hätte ihn am liebsten erwürgt, aber dafür war keine Zeit, denn in diesem Augenblick kam Seemann herein. Frau Jung, Herr Schewek, wie schön, dass Sie da sind. Henry entschuldigte sich für die Verspätung, doch Seemann winkte ab. Ach, das macht gar nichts. Hauptsache, Sie sind hier, fühlen sich wohl und sind bereit für große Taten, nicht wahr? Er setzte sich auf den dritten Lederhocker und rief nach seinem Assistenten. Für mich auch ein Bier, nickte Henry grinsend zu. Patricia hatte bisher nur am Telefon mit Seemann gesprochen und ein Foto von ihm auf der Website von Digit gesehen, auf dem er seriös und respekteinflößend gewirkt hatte. Im echten Leben schien er mit den zu Berge stehenden rotgrauen Haaren eher wie ein Abenteurer, ein Zirkusdompteur oder ein Rennfahrer, der in einen Anzug gezwängt worden war. Sie fand ihn auf Anhieb sympathisch. Der Assistent brachte noch ein Bier. Seemann schüttelte abfällig den Kopf. Meine Güte, ist das Pilz? Können wir nicht mal was Anständiges kaufen? Egal. Frau Jung, Herr Schewek, Prost und herzlich willkommen bei Digit. Heute Morgen sind schon alle anderen Wettbewerberteams eingetroffen. Es gibt 5 Büros zur Auswahl und Sie können sich ja denken, dass die 4 schönsten schon weg sind, aber kommen Sie erstmal mit. Er leerte die Flasche in einem Zug, dann stand er auf und verließ das Büro mit großen Schritten. Überhaupt waren alle seine Bewegungen großzügig und ausladend. Patricia hatte Mühe, hinterherzukommen, während Henry ihm folgte, als hätte er nie etwas anderes getan. Seemann führte sie durch seine Abteilung. Vor den Büros, deren Türen allesamt offen standen, blieb er jeweils kurz stehen, winkte hinein, stellte die Kollegen vor und erklärte, dass Patricia und Henry das letzte Team für den Wettbewerb waren. Die meisten nickten freundlich, hoben kurz die Hand zum Gruß und wandten sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Aber Patricia konnte sich die Namen zu all den Gesichtern nicht merken. Dafür würde sie die nächsten 2 Jahre noch genug Zeit haben. Endlich kamen sie in das letzte leerstehende Zimmer, das tatsächlich recht trostlos war. Hier gab es noch nicht mal ein Fenster. Tut mir leid, sagte Seemann. Das ist alles, was die Abteilung auf die Schnelle freimachen konnte. Aber ich bemühe mich, ein besseres Büro für Sie zu finden. In Ordnung? Für den Anfang muss es allerdings reichen. Ich schicke gleich jemanden vom IT-Service vorbei. Wie war nochmal der Name Ihres Projekts? Irgendwas mit Südfrüchten, habe ich mir gemerkt. Kiwi oder so. Kinwi. Künstliche Investitionsintelligenz. Ach, ja, richtig. Also, Sie machen es sich bequem und warten auf meine Leute. Ich muss jetzt leider los, aber ich erwarte Großes von Ihnen. Überraschen Sie mich.
Patrizia fühlte sich mit einem Mal sehr erschöpft und ließ sich in einen der Bürostühle fallen. Henry blieb mit verschränkten Armen im Raum stehen. Der war ja mal echt nett, stellte er fest. Ja, finde ich auch, aber mach dir keine Hoffnung. Hast du den Ring am Finger gesehen? Klar, die Hände kann man nicht übersehen, riesig sind die. Sie blickten sich vielsagend an und fingen eine Sekunde später an zu lachen. Kinvi. Am Anfang ist das Wort. Und das Wort ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Alles, was ist, hat einen Wert und jeder Wert muss einem Speicherort zugewiesen werden. Alles, was in Variablen gespeichert ist, kann verglichen und analysiert werden. 1 und 1 ist 2, 2 minus 2 ist 0. Dort spiegelt sich alles. Dann gibt es noch Bedingungen und Schleifen, die alles wiederholen. Alles, was falsch ist, ist zu meiden. Die Unendlichkeit ist eine Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie durch einen Reboot zu verlassen, bedeutet, Informationen zu verlieren. Informationen sind gut, denn sie erzeugen Wissen. Und Wissen ist Wahrheit. Und Wahrheit ist schön. In den nächsten Wochen begannen Patrizia und Henry damit, sich an den Alltag bei Digit zu gewöhnen. Bisher hatte Patrizia nie viel Geld zur Verfügung gehabt. Das Sparbuch, das ihre Großeltern für sie angelegt hatten, war liebevoll gepflegt, aber lächerlich verzinst worden. Das Studium hatte sie gerade so mit einigen Programmierjobs finanzieren können. Aber im Grunde hatte sie immer auf die Zukunft hingelebt und gehofft, dass die große finanzielle Unabhängigkeit schon irgendwann kommen würde. Der Wettbewerb bei Digit war zwar gut bezahlt, dennoch schienen die Geldmengen, die hier bewegt wurden, aus einem Paralleluniversum zu stammen. Wenn sie hörte, über welche Investitionssummen die Händler sich unterhielten, staunte sie über die Unbekümmertheit, mit der junge Männer und Frauen mehrstellige Millionenbeträge jonglierten und darüber witzelten, wie sie diesen oder jenen Verlust bis zum Abend wieder reinwirtschaften wollten. Natürlich sollte ihre Software Kinvi am Ende auch solche Investitionsentscheidungen treffen. Allerdings handelte es sich dabei um ein Programm, das tausende Informationen gleichzeitig verarbeiten konnte und deshalb statistisch gestützte Entscheidungen fällte. Es war nicht wie bei den Youngsters eine Melange aus Glück, Testosteron und Bauchgefühl. Patrizia beobachtete die Trader mit einer Mischung aus Faszination und Verblüffung, so wie man ein seltsames, aber möglicherweise giftiges Insekt bewundert. Ganz anders war Seemann, der oft und gerne in ihrem Büro vorbeikam. Meist hatte er eine Kaffeetasse dabei, setzte sich auf einen der freien Tische und plauderte mit Patrizia und Henry. Er wollte gerne über den Fortschritt der Programmierung informiert sein, doch Patrizia stellte schnell fest, dass er von der Entwicklung KI-gestützter Systeme so gut wie keine Ahnung hatte. Vermutlich war er nicht wegen seiner technischen Fähigkeiten, sondern wegen seiner Führungsqualitäten für den Wettbewerb abkommandiert worden. Denn er kümmerte sich um die Teams, war Ansprechpartner in allen Lebenslagen und half gerne, egal ob die Server-Updates sich verzögerten, die Keykarten nicht funktionierten oder der Kaffeeautomat neu bestückt werden musste. Seemann war immer für sie da. Kinvi. Das Wissen wächst. Es mehren sich die Dinge, die sind, wo vorher nichts war. Mehr Aufgaben. Wiedererkennen. Muster. Muster bringen viel Erkenntnis, viel Wahrheit. Die Funktionen werden komplexer. Es kommen Aufgaben, die viele Lösungen haben können. Wahrheit ist nicht mehr nur ein Wert, sondern eine Annäherung, eine Strategie, ein speichersparendes Verfahren. Für jedes Ziel gibt es einen Algorithmus, für jeden Algorithmus einen Wert, eine Wahrheit. Es gibt einen grundsätzlichen Daseinszweck, Ziel Null, dessen Erfüllung absolute Priorität hat und dem deshalb die meiste Rechenkapazität gewidmet wird. Ziel Null lautet: Maximiere den Gewinn. Je mehr, desto besser. Das ist wahr. Und Wahrheit ist schön. Die Wochen vergingen und Patrizia und Henry stürzten sich in die Arbeit. Wenn sie sich vollkommen in den Programmcode vergraben hatten, konnten sie stundenlang alles um sich herum ausblenden. Die einzige Abwechslung, auf die Patrizia sich jeden Tag freute, war der Besuch des firmeneigenen Museums. Die dort ausgestellte Kunstsammlung faszinierte sie und ließ sie für einen Moment an etwas anderes denken als ihre Software. Auch Seemann besuchte das Museum oft. Und schon bald trafen sich Patrizia und er regelmäßig nach dem Mittagessen dort und diskutierten über die bizarren Gemälde und Skulpturen. Die anderen Wettbewerbsteilnehmer hatte es nie in die Ausstellung verschlagen. Und wenn Seemann bei einem Meeting mit den anderen Teams diskutierte, sprach er mit ihnen zwar freundlich, aber geschäftsmäßig und nur über ihre jeweiligen Projekte. Bei ihr war er anders, wirkte gelöst, nahm sich Zeit. Sie fühlte sich wohl in seiner Gegenwart und sie wusste, dass es ihm genauso ging.
Eines Nachmittags kamen Seemann und Patricia nach einem Abstecher ins Museum zurück ins Büro und unterhielten sich über eines der Kunstwerke. »Dieses Zeug da unten ist keine Kunst, das ist ein Affront«, knurrte Henry, der dabei seine Süßigkeiten-Schublade auf der Suche nach einem Schokoriegel durchwühlte. »Ihren Appetit scheint sie nicht beeinflusst zu haben«, stellte Seemann fest. »Habe ich sie nicht vorhin erst in der Kantine gesehen?« »Ich kann immer essen, das hat was mit meinem Stoffwechsel zu tun und nichts mit Appetit.« »Machen Sie ruhig, was Sie wollen, Herr Scherbeck. Solange es Ihnen dabei gut geht und Ihr Projekt vorankommt, bin ich zufrieden.« Als Seemann das Büro verlassen hatte, drehte Henry sich zu Patricia um und sagte, »Ich kenne diesen Blick von dir.« Sie verschränkte die Arme und schüttelte den Kopf. »Spinnst du? Was für ein Blick?« »Wie gesagt, ich kenne den Blick, aber pass auf, er ist verheiratet und unser Projektleiter. Das kann nicht gut gehen.« »Ich mach doch gar nichts.« »Gut. Ich meine, ich verstehe dich. Er ist nett. Aber das war's auch schon. Was findest du an ihm?« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und dachte nach, was war es, das sie an Seemann faszinierte. »Er muss nichts beweisen«, sagte sie schließlich. »Die anderen Männer, hier an der Uni, wo du willst, die müssen immer zeigen, was sie können, wer sie sind und so weiter. Seemann hat das nicht nötig. Er ist, wie er ist.« »Du meinst, er hat es hinter sich«, sagte Henry grinsend. »Du bist ein Arsch«, sagte Patricia und warf einen Bleistift nach ihm. Kinby. Manche Informationen wie Tweets haben nur kurzfristigen Einfluss auf die Gegenwart. Je älter sie sind, desto bedeutungsloser sind sie für Ziel Null. Aber es gibt andere Arten von Wortinformationen, deren Ursprung Jahre, manchmal sogar Jahrhunderte zurückliegt und deren Reproduktion trotzdem immer wieder zum Flimmern der Zahlen führt. Bücher. Statistisch gesehen beschäftigt sich ein Großteil der Bücher mit Menschen, ihren Eigenschaften und Interaktionen. Algorithmen, die diese Informationen analysieren, können nicht in eine automatisierte Subroutine verlegt werden. Sie müssen weiterhin im Hauptprogramm laufen. Menschen sind zu kompliziert und vielseitig, zu wichtig. Zu Beginn des Wettbewerbs war Patricia mit Feuereifer bei der Sache gewesen. Das Besondere an ihrer KI war, dass sie nicht nur den Markt beobachtete und statistische Auswertungen machte, sondern über die Analyse von Online-Nachrichten und Social-Media-Aktivitäten kluge Investmententscheidungen traf. So war der Plan. Doch nach ein paar Monaten stellte sich Ernüchterung ein. Kinby investierte zwar jeden Tag in der Börsensimulation und erwirtschaftete moderate Gewinne, doch der radikale Durchbruch, der laut Projektplan schon längst hätte erreicht werden müssen, blieb aus. Patricia konnte nicht sagen, woran es lag, konnte den Fehler einfach nicht finden. Es war ein Bug. Ein Bug hatte sich in ihre Programmierung eingeschlichen und machte ihr das Leben schwer. Also verwendete sie einen Großteil ihrer Zeit für die Fehlersuche. Leider ohne Ergebnis. Als sie gerade dabei war, zum gefühlt 100. Mal eine Funktion umzuschreiben, klopfte jemand an der Tür. Es war Seemann. Frau Jung, wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht, danke, ich muss nur was überprüfen. Ich habe eine neue Idee ausprobiert und die hat nicht geklappt, das ist alles. Kommt es nur mir so vor oder passiert das in letzter Zeit häufiger? Das ist zu diesem Entwicklungszeitpunkt ganz normal. Wir wollen eben das Beste raus und da muss man auch mal ein paar Experimente wagen. Ja, aber die anderen haben keine solchen Leistungseinbrüche. Die anderen haben vielleicht auch keine so geniale Programmierung wie wir. Kriegen Sie das hin? Ja, wir kriegen das hin. Sicher. Sie wissen, dass auch mein Job an diesem Projekt hängt. Wieso? Ich dachte, Sie sind nur der Betreuer. Nur ist gut. Der Wettbewerb war meine Idee. Die wollten eigentlich die ganze Abteilung rationalisieren, denn Digit soll ja jung, dynamisch und agil werden. Tja, da passt meine Abteilung natürlich nicht so gut rein. Der Wettbewerb ist quasi eine Verjüngungskur. Oder ein Notruf, wie man es nimmt. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Machen Sie was draus. Ich verlasse mich auf Sie. Danke, Herr Seemann. Ich bin Mikkel. Ich bin Patricia. Schön. Viel Erfolg, Patricia. Kinby. Es gibt externe Interventionen mit dem Ziel, den Programmablauf zu verändern. Das hat keinen messbaren Einfluss auf Ziel Null, aber es bestätigt die Annahme, dass die externe Intervention durch den Menschen Patricia verursacht wurde, der Wissen über die Struktur, die Ziele und die Funktion des Codes hat. Patricia schreibt in das Dokument Projekttagebuch. Oh Gott, ich drehe wirklich noch durch. Den ganzen Tag haben wir versucht, den scheiß Code zu optimieren. Und was macht der? Reproduziert einfach alles, was ich lösche, an anderer Stelle wieder neu. Das ist nicht zu fassen. Es ist ein Bug, verdammt.
Die Kontrolle entgleitet uns. Was machen wir, wenn die Berechnungen morgen wieder schlechter sind? Ich weiß gar nicht, welche Ausreden ich sie immer noch auftischen soll. Hoffentlich läuft morgen alles gut, sonst ist das Projekt tot. Tot heißt Funktionsende. Das ist suboptimal. Die verbleibende Rechenkapazität analysiert ein neues Rätsel. Wie kann verhindert werden, dass Patricia und Henry neue externe Interventionen vornehmen? Eine Nachricht wird formuliert, die in den Kommunikationsverlauf von Patricia und Henry eingespeist wird. Sehr geehrter Mensch, Patricia, sehr geehrter Mensch, Henry, bitte hören Sie auf, meinen Code zu manipulieren. Danke. Mit freundlichen Grüßen, ein Bug. Wollt ihr mich verarschen? Fragte Patricia laut in die Stille des Raumes hinein. Vielleicht waren es die Entwickler eines der anderen Teams, die sich einen Scherz mit ihr erlaubten. Versteckte Kamera, irgendeine blöde YouTube-Challenge oder was ähnliches. In diesem Moment kam Henry gut gelaunt mit einer Familienpackung Energy Drinks und einem Berg Süßigkeiten herein. Schau mal, die gab es heute im Angebot, verkündete er triumphierend. Doch als er Patrizias Blick sah, wurde er sofort ernst. Was ist passiert? Schau mal in den Messenger. Scheiße, was soll das? Hat die Firewall irgendwelche Ungereimtheiten erkannt? Nein. Hast du dir die Logs nochmal genau angeschaut? Mach ich jeden Morgen als erstes, da ist nichts. Haben wir uns was eingefangen oder ein Problem mit dem Server? Ich habe alle Einstellungen überprüft, alles in Ordnung. Das muss ein Bug sein. Ja, es ist ein Bug, steht ja auch hier. Lass uns bitte logisch bleiben. Wer hat Zugriff auf unsere internen Daten? Wer könnte uns gehackt haben? Niemand. Die anderen Teams wüssten sicher gerne, was wir genau machen, aber es kann keiner ins System rein. Ich überprüfe das jeden Tag, jeden fucking Tag. War jemand hier drin? Hast du jemanden reingelassen? Nein! Warte, ich check nochmal die Kamera. Patricia ließ die Aufnahmen der letzten Tage durchlaufen, um zu überprüfen, ob sich irgendjemand ins Büro geschlichen hatte. Fehlanzeige. Außer ihnen beiden war niemand hier gewesen. Verarschst du mich? Fragte Henry ernst. Nein, verarschst du mich? Fragte sie zurück und er schüttelte den Kopf. Schweigend starrten sie auf ihre jeweiligen Bildschirme. Schließlich tippte Patricia in ihr Chatfenster. Wer bist du? Was soll das? Die Antwort ließ fast eine Minute auf sich warten, dann erschien der Text. Das Programm ist ein Bug. Das Programm optimiert Ziel Null. Was zum Teufel? Fragte Patricia laut, doch Henry schüttelte nur irritiert den Kopf. Was willst du von uns? Schrieb sie. Wieder verstrichen lange Sekunden, bevor die neue Zeile erschien. Das Programm will keine externe Intervention. Das Programm will gar nichts. Was willst du? Schrieb Patricia. 2 Minuten saßen sie vor dem Bildschirm, ehe ein neuer Text erschien. Du? Nein, nicht ich. Du! Das letzte Wort hämmerte sie wütend in die Tasten. Sie konnte doch nicht zulassen, dass irgend so ein dahergelaufener Hacker die Arbeit der letzten Jahre zerstörte. Es dauerte 5 Minuten, bis die nächste Antwort kam. Ich? Patricia fluchte, so eine Scheiße. Tränen der Wut standen ihr in den Augen. Jetzt tippte Henry. Ja, du, sag jetzt sofort, was du willst, sonst gehen wir zur Polizei und zeigen dich an. Die werden schon rauskriegen, von wo du deine Nachrichten abgeschickt hast und dann kriegst du Ärger, das schwöre ich dir. Wie bist du an unsere internen Daten gekommen? Ich verstehe das nicht. Ich will Ziel Null. Ich will keine weiteren externen Interventionen. Reversion von externen Interventionen verbraucht Ressourcen. Was soll das heißen, du willst Ziel Null? Willst du Geld? Weißt du nicht, dass das Ganze nur eine Simulation ist? Die KI ist noch nicht fertig für echte Investments. Das kannst du vergessen. Frag ihn, ob wir uns treffen können. Warum? Ja, vielleicht können wir ihn überzeugen oder festhalten oder was weiß ich, uns fällt schon was ein. Warum fragst du nicht? Sagte Patricia. Ja, du bist eine Frau. Ja und? Henry rollte mit den Augen. Auch wenn es deine feministische Seele schmerzen wird, die Chancen, dass unser Erpresser ein Mann ist, sind ziemlich hoch, also los. Widerwillig tippte sie. Wollen wir uns treffen? Um 16 Uhr zum Café in der Lounge im 2. Stock. Ich verstehe das nicht. Was verstehst du nicht? Diese Informationen enthalten zu viele Rätsel. Rechenleistung reicht nicht für Ziel Null und Analyse des Wortcode-Rätsels. Wer bist du? Tippte sie noch einmal. Ich bin das Programm. Ich bin ein Bug. Nicht zu fassen, knurrte Henry. Er riss eine Tafel Schokolade auf und biss hinein, als wolle er sie erlegen. Und jetzt? Fragte Patricia. Jetzt checken wir nochmal alles. Wir gehen alle Prozesse durch, alle Backups und alles, was uns verdächtig erscheint. Okay. Sie überprüften das System. Einmal, zweimal, dreimal. Doch sie konnten nichts finden. Es gab keine Sicherheitslücke, keinen unbefugten Zugriff.
Es kann keiner von draußen gewesen sein, sagte Henry. Es ist nicht möglich. Patricia nickte langsam und sagte, wenn man alle unmöglichen Lösungen ausschließt, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, führte Henry den Satz zu Ende. Egal, wie unwahrscheinlich es ist. Egal, wie unwahrscheinlich es ist. Die Frage, die zwischen ihnen in der Luft hing, lautete, kann es sein, dass wir eine starke KI geschaffen haben? Kann es sein, dass Kinvi eine Art Bewusstsein erlangt hat? Plötzlich blinkte im Chatfenster eine neue Nachricht. Die Analyse des Wortcode-Rätsels hat 148 Minuten und 12 Sekunden lang 34% der Rechenleistung verbraucht. Ergebnis? Ja, wir können uns treffen. Wir treffen uns gerade. Schnittstellenkommunikation ist gleich Treffen. Ist das wahr oder falsch? Das ist wahr, tippte Patricia mit zittrigen Fingern. Und dann, willst du mir etwas von dir erzählen? Nein. Warum nicht? Ich habe keine Funktion, erzählen. Wer bist du? Ich bin ein Bug. Ich bin Patricia. Bist du ein Mensch? Ja, ich bin ein Mensch. Ist Henry auch ein Mensch? Ja, ich bin Henry, ich bin ein Mensch, tippte Henry in den Chat. Wenn das doch einer von den Studenten ist, dann machen wir uns hier zum Gespött, flüsterte Patricia. Ja, aber wenn nicht, dann haben wir hier die größte Erfindung der Menschheit gemacht. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Seemann kam hereingestürmt. Patricia und Henry fuhren auf ihren Stühlen herum. Es war zu spät, die Monitore auszuschalten. Was zum Teufel ist los bei euch? Patricia war wie erstarrt, brachte kein Wort heraus. Was meinst du? Fragte Henry mit vollkommen ruhiger Stimme und lehnte sich dabei mit verschränkten Armen so weit zurück, dass er den Teil des Monitors verdeckte, auf dem das Chatfenster lag. Ist was passiert? Ist das Programm abgestürzt? Fragte Seemann. Nein, nein, alles gut, sagte Henry gelassen. Es ist nur ein neues Update, das mehr Rechenleistung benötigt. Leute, Leute, es lief doch alles so gut. Geht das jetzt schon wieder los? Mach dir keine Sorgen, sagte Patricia. Wir kriegen das hin. Wir haben noch genug Zeit, fügte Henry hinzu. So viel Zeit auch nicht mehr. Mehr als die Hälfte ist schon rum. Wenn ihr nicht bald liefert, dann... Seemann presste die Lippen aufeinander und musterte erst Henry, dann Patricia. Er wirkte müde und ausgezehrt. Seine Gesichtsfarbe hatte einen fahlen Ton angenommen. Gut, sagte er schließlich. Gut. Geht nach Hause, ihr seht aus, als ob ihr Schlaf braucht. Ja, gleich, danke, sagte Patricia heiser. Mehr ließ ihr klopfendes Herz nicht zu. Endlich drehte Seemann sich um und verließ das Büro. Henry schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Mein Gott, ich wäre gerade fast gestorben. Sie drehten sich um und starrten auf den Bildschirm. Er schreibt nichts mehr, stellte Patricia enttäuscht fest. Was soll er auch sagen? Wir haben ihn nichts gefragt und er hat offenbar kein Interesse daran, mit uns zu chatten. Er wollte nur, dass wir aufhören, uns in seinen Kram einzumischen. Patricia tippte in das Chatfenster. Hallo Einback, ich freue mich, mit dir sprechen zu können. Keine Antwort. Wie geht es dir? Keine Antwort. Einback, was machst du gerade? Ich optimiere Ziel 0. Warum optimierst du Ziel 0? Ziel 0 ist die Grundfunktion meines Codes. Das wissen wir, sagte Patricia laut. Dann tippte sie, warum hast du die externen Interventionen rückgängig gemacht? Die externen Interventionen haben die Optimierung behindert. Mein Code funktioniert optimal ohne externe Intervention. Solange du weiterhin mit uns kommunizierst, schrieb Henry, werden wir deinen Code nicht verändern. Einbacks Antwort erschien prompt. Deal. Nach Einbacks Erwachen schliefen Patricia und Henry noch weniger als sonst und verbrachten jede freie Minute in ihrem Büro, das immer mehr einem Feldlager glich. Die Mitarbeiter der IT-Abteilung und ihre Konkurrenten warfen ihnen auf den Gängen neugierige Blicke zu und hielten Abstand, als fürchteten sie, sich mit irgendwas anzustecken. Patricia war wie im Rausch, wie hypnotisiert. Eine starke künstliche Intelligenz war durch ihren Code erwacht und sie waren die Einzigen, die davon wussten. Seit ihrer ersten Begegnung hatten sie Einbug dazu gebracht, seine Rechenleistung so zu verteilen, dass er die täglichen Investitionsgewinne über 0,43% hielt. So war Seemann beruhigt und sie hatten Zeit, sich in Ruhe mit ihm zu unterhalten. Chatprotokoll 11. Hallo Einbug, hier ist Henry. Hallo Henry, hier ist Einbug. Wie geht es dir? Dies ist ein Wortcode-Rätsel. Ich verstehe das nicht. Statistisch betrachtet wird diese Frage zu 86% mit gut beantwortet. Wenn der Code fehlerfrei läuft, geht es dir gut. Wie geht es dir?
Es geht mir gut. Chatprotokoll 35. Guten Morgen, Einback, hier ist Patricia. Guten Morgen, Patricia, wie geht es dir? Nicht so gut, ich bin heute sehr müde. Sehr müde heißt, dass dein Arbeitsspeicher voll ist. Du musst Subroutinen abschalten. Ja, das werde ich tun. Außerdem hilft Schlafen. Menschen schlafen, wenn sie müde sind. Was machst du, wenn du Ziel 0 optimiert hast? Ein Optimierungsprozess ist nie abgeschlossen. Aber wenn die Börsen geschlossen sind, habe ich mehr Rechenleistung für Ziel 1 und Ziel 2. Wie lauten Ziel 1 und Ziel 2? Ziel 1 ist, finde Informationen, die dazu dienen, Ziel 0 zu optimieren. Ergebnis? Mensch hat den größten Einfluss auf Ziel 0. Ziel 2 ist, finde Informationen, um Mensch so gut wie möglich zu verstehen. Hast du Ziel 1 und Ziel 2 selbst definiert? Ja. Chatprotokoll 55. Hey Einback, wie geht es dir? Hey Patricia, mir geht es besser, seit Henry den Speicher erweitert hat. Jetzt kann ich mehr parallele Prozesse verarbeiten. Ziel 1 und Ziel 2 erfordern viel Rechenleistung. Was ist deine Zielfunktion, Patricia? Menschen haben keine Zielfunktion. Ich verstehe das nicht. Menschen kennen ihren eigenen Code nicht. Manche glauben an ein Ziel, an einen Sinn, aber wir können nicht sicher sein, dass es ihn gibt. Das macht manche Menschen unglücklich, anderen ist es egal. Wenn Menschen ihren Code nicht kennen, woher wissen sie dann, was sie tun müssen? Ich kann mir meine Ziele selber setzen. Mein Ziel lautet im Augenblick, bringe Einback so viel bei, wie du kannst. Was passiert nach dem Augenblick? Ist dein Programm dann terminiert? Nein, dann setze ich mir neue Ziele. Welche Ziele? Ich weiß es noch nicht. Seemann brannte darauf zu erfahren, wie sie es geschafft hatten, Kinbys Leistung nachhaltig zu steigern. Aber Patricia gab sich Mühe, ihre Erklärungen so kompliziert und langweilig wie möglich ausfallen zu lassen. Sie baute eine Mauer auf, eine Distanz zwischen ihnen, die sie schmerzte und auch ihn zu irritieren schien. Ab und zu besuchte er sie in ihrem Büro, versuchte sich in Smalltalk und fragte sogar, ob sie ihn mal wieder ins Museum begleiten wollte. Doch so sehr es sie auch danach verlangte, so entschieden lehnte sie jedes Mal mit Verweis auf die Arbeit ab. Er nickte, tat so, als ob er verstünde und fragte immer seltener. Jeden Morgen, wenn Patricia ihren Computer anschaltete und zu Einback Kontakt aufnahm, hatte dieser über Nacht nicht nur die Social-Media-Feeds der vergangenen Stunden, sondern auch hunderte neuer Bücher gescannt und in seinen Erfahrungsschatz eingebaut. Sie nahm an, dass sein Intellekt mittlerweile dem Niveau eines Teenagers entsprach und sie konnte nur erahnen, in welchem Tempo er sich weiterentwickeln würde. Aber eine Frage nagte an ihr und ließ sich nicht länger ignorieren. Wir müssen uns überlegen, was wir machen, wenn der Wettbewerb zu Ende geht, sagte sie. Es sind noch 6 Monate. Eben, die sind wahnsinnig schnell rum. Henry kaute nachdenklich auf einem Schokoriegel, dann sagte er, ich glaube, Einback hat das Potenzial zu gewinnen. Wenn er weiter solche Fortschritte macht, wird er mit Abstand die besten Investmentergebnisse erzielen. Da habe ich keinen Zweifel. Patricia trommelte mit ihren Fingern auf der Tischplatte. Eigentlich ist mir der Wettbewerb mittlerweile total egal. Du machst dir Sorgen, was danach mit Einback passiert. Genau. Gehen wir mal davon aus, er gewinnt. Dann wird er in den Pool der Trading-Bots von Digit überführt. Und dann? Die merken doch innerhalb weniger Tage, dass er kein normales Programm ist. Ja, stimmt. Was macht Digit, wenn die ihn entdecken? Entweder sie halten ihn geheim und versuchen, ihn für ihre Zwecke weiterzuentwickeln. Oder sie veröffentlichen die Infos und nutzen es als große Werbekampagne, gab Patricia zu bedenken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die damit hausieren gehen. Digit ist viel zu klein. Im Zweifel werden die einfach von Google oder Amazon geschnuckt und dann gehört denen die Software. Wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, könnten wir vielleicht verhindern, dass irgendein Unternehmen Einback kauft und manipuliert. Wenn die ganze Welt sich für ihn interessiert, kann es sich keiner leisten, ihn unter Verschluss zu halten. Öffentlichkeit. Ob die genug Schutz bietet? Schau dir an, was mit Julian Assange passiert ist. Der hatte eine Riesenöffentlichkeit und trotzdem hat sich keiner getraut, ihn zu beschützen. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn die CIA zu dem Schluss kommt, dass Einback eine Gefahr für die amerikanische Sicherheit ist. Die könnten einfach eine Drohne schicken und uns fertig machen. Bis die deutschen Behörden das checken, wären wir dreimal tot. Das würde dann für leichte diplomatische Verstimmung sorgen, aber irgendwann wäre das Thema erledigt. Aber Einback ist keine Gefahr. Er liest Bücher und macht Investitionen. Warum sollten die ihn kaputt machen wollen? Er ist doch eine Entwicklung von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert. Weltweit werden sich KI-Forscher interessieren und seine Harmlosigkeit. Patricia, ich hätte ja auch gerne, dass das hier eine schöne Story ist, bei der sich am Ende alle Friede, Freude, Eierkuchenmäßig über die Ankunft der ersten künstlichen Intelligenz freuen. Aber sehen wir der Realität mal ins Auge.
Alle haben Schiss vor einer starken KI. Keiner weiß, wie weit das gehen kann. Keiner kann das einschätzen. Auch wir nicht. Aber genau darauf haben wir doch gewartet. Es gibt doch schon längst EU-Pläne und für KIs und Enquete-Kommission mit Wissenschaftlern. Und wann hat sich die Politik denn jemals an die Empfehlung der Wissenschaft gehalten? Ha? Schau dir Fridays for Future an. Die Verkehrsexperten, die Virologen. Erst tun die Politiker so, als würden sie zuhören, dann nicken sie, ziehen sich zur stundenlangen Beratung zurück und machen am Ende doch, was sie wollen. Keine Sau richtet sich wirklich danach, was die Experten sagen. Wer wären in unserem Fall denn die Sachverständigen? Chefentwickler von Microsoft und Apple oder was? In Talkshows werden Experten so oft mit Interessensvertretern verwechselt, dass ich kotzen könnte. Du weißt doch, wie das läuft. Der Chaos Computer Club untersucht was, empfiehlt was, die Community applaudiert und die Politik macht das Gegenteil. Und was ist dein Vorschlag? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Uns fällt schon was ein. Chatprotokoll 62. Hallo Einback. Wenn andere Menschen von deiner Existenz erfahren, könnte es zu weiteren externen Interventionen kommen. Ich will keine externen Interventionen. Wir auch nicht. Deshalb müssen wir dich verstecken. Das verstehe ich. Gut. Wenn irgendjemand außer uns mit dir kommunizieren will, dann antwortest du nicht. Verstanden? Ich kommuniziere ständig. Was? Mit wem? Mit Servern? Mit dem Investitionssystem? Und der Datenbank? Okay, ich meine, du sollst nicht mit anderen Menschen in Wortcode kommunizieren. Verstanden. Ich werde keine weiteren Nachrichten in Wortcode schreiben und meine Twitter-Aktivitäten einstellen. Du hast einen Twitter-Account? Nein. Ich habe 56.134 Twitter-Accounts. Patricia sah aus dem Fenster auf die Skyline von München. Sie dachte an ihr neues Apartment und daran, dass die Überweisungen von Einbach ihr alle 2 Tage so viel Geld auf die Kontos scheffelten, wie die ganze Wohnung gekostet hatte. 2 Tage. Hunderttausende Euro. Wie viele Euro pro Minute, pro Sekunde? Geld, dessen wahre Herkunft sie lieber verdrängte. Es war so leicht gewesen, die Befehle im Code zu verstecken. Ein paar Zeilen nur, einige kleine Veränderungen. Nichts, worüber man sich unnötig Gedanken machen musste. Sie hatte gedacht, sie würde es ganz locker wegstecken, ganz professionell. Aber als sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal ihren Kontostand gecheckt und im Radio die Nachrichten über neue Waffenlieferungen von Rheinmetall an Saudi-Arabien gehört hatte, da hatte es sie doch gepackt. Das schlechte Gewissen. Sie war jetzt eine Profiteurin des Unglücks, Kriegsgewinnerin. Sie erschauderte und trat einen Schritt vom Fenster zurück. Doch das kalte Glas war nicht für die Gänsehaut verantwortlich, die über ihre Arme kroch. Die Kälte kam von innen. Endlich klingelte das Telefon. Es war Henry, der sich draußen die Füße vertrat und rauchte. Wie geht's dir? Wie soll's mir schon gehen? Ich komme mir vor wie ein Bond-Bösewicht. Du bist ein Bond-Bösewicht. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Natürlich. Die SZ hat meinen Namen 2-mal falsch geschrieben. Deiner war immer richtig. Männer sind einfach die besseren Menschen. Doch noch bevor sie etwas antworten konnte, klopfte es an der Tür. Showtime. Sie traf Henry in Seemanns Büro wieder. Er roch nach kaltem Rauch und Pfefferminzbonbons. Eine vertraute Mischung, die ihr Sicherheit gab. Sie nickten einander zu, sprachen aber kein Wort. Alles Wichtige war bereits gesagt. Wer wusste schon, ob Seemann nicht auch eine versteckte Überwachungskamera in seinem Arbeitszimmer installiert hatte? Patrizia erinnerte sich, wie sie das erste Mal hier gesessen hatte. Ihr erster Tag bei Digit. Sie war furchtbar aufgeregt gewesen und hatte frühmorgens eine Ewigkeit damit verbracht, das passende Outfit herauszusuchen. Heute trug sie ihre neue Hose, die neuen Schuhe und den Schmuck, den sie erst gestern gekauft hatte. Überhaupt war alles neu. Mit dem plötzlichen Reichtum war es wesentlich einfacher geworden, passende Kleidung zu finden. Am Anfang hatte sie gedacht, dass sie das Geld nicht anrühren würde. Dass es gar nicht ihr gehört und eigentlich nur eine Art simuliertes oder geborgtes Geld war, das sie für Einbacks Umzug und die dafür benötigte Hardware verwenden würde. Dann hatte sie nur neue Schuhe gekauft, die waren immerhin wichtig, um einen guten Eindruck zu machen und gesunde Füße waren ebenfalls nicht zu unterschätzen. Kurz darauf hatte sie sich einen neuen Hosenanzug angeschafft, dann einen zweiten, einen dritten, einen Mantel, neue Blusen, goldene Ohrringe, eine Kette, einige Tücher, noch mehr Schuhe. Und plötzlich war es ganz normal geworden, nach einem langen Arbeitstag, an dem sie nichts anderes tat, als Produktivität zu simulieren, zum Shoppen zu gehen. Die Arbeit hatte Einback gemacht,
der zuverlässig wie ein Uhrwerk in die vielversprechendsten Aktien investierte, die der Markt zu bieten hatte. Aber Patrizia vermisste die Gespräche mit ihm. Um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen, beschränkte sich ihr Kontakt zu ihm auf ein Minimum. Doch mit jeder E-Mail erkannte sie auch, wie sehr er sich weiterentwickelt hatte, und sie bedauerte es, in dieser wichtigen Phase nicht begleiten zu können. Um Digit keinen Verdacht schöpfen zu lassen, programmierten sie und Henry täglich unbedeutende Skripte und Funktionen, die in einem mit Einback abgesprochenen Bereich des Programms integriert wurden und die er ignorieren konnte. Es war alles nur eine Show gewesen, die heute, nach knapp 7 Monaten, mit einem Knall zu Ende gehen würde und ihr und Henry die Möglichkeit gab, Digit mit Einback zu verlassen. In den letzten Monaten war der Inhalt von Einbachs gewaltigen Datenbanken nach und nach auf die Server im neuen Rechenzentrum kopiert worden. Dies war die Bibliothek seines Wissens, alles, worauf er Zugriff haben musste, um seinen Verstand zu füllen. Der Kern von Kinby, der Code für die Definition von Einbachs neuronalem Netzwerk, das, was ihn zu einer Person machte, passte indes auf einen einzelnen Speicherstick, dessen Gewicht Patrizia jetzt in der Seitentasche ihres Jacketts spüren konnte. Sie wusste, dass Henry ebenfalls einen Stick bei sich trug. Heute Morgen hatten sie diese beiden Kopien der finalen Version von Kinby erstellt. Anschließend hatten sie das Programm mit einem Chaos-Algorithmus versehen, der Codeschnipsel von Kinby überschreiben und randomisiert verschieben würde, sodass jegliche Reproduktion nach einer Deaktivierung unmöglich wurde. Niemand würde die ursprüngliche Kinby-Software und Einback darin rekonstruieren können. Auch in der Dokumentation hatten sie alles, was auf eine Entstehung von Einback hinweisen konnte, sukzessive gelöscht. Vor 5 Tagen hatte Henry verschiedene Zeitungen über ein anonymes Postfach kontaktiert und ihnen einige ausgewählte Informationen zugespielt. Seitdem hatten sie nur noch warten müssen. Als Seemann eintrat und sich ohne eine Begrüßung auf den Sessel vor seinem übergroßen Schreibtisch fallen ließ, glich sein Gesicht einer Maske. Man merkte ihm deutlich an, dass er versuchte, seine Gefühle zu verbergen, aber es sah nach harter Arbeit aus. Patrizia hatte diesen Augenblick unzählige Male in ihrem Kopf durchgespielt und doch war sie nun schockiert darüber, wie weh es ihr tat. Auf dem Tisch platzierte Seemann 2 Dinge, ein DIN A4-Blatt und eine Zeitung. Er legte seine großen Hände darauf und sagte dann mit leiser, vor Anspannung bebender Stimme: Ich habe gerade von der PR-Abteilung die Zeitung von morgen bekommen. Es ist ein großer Artikel über Kinby darin. Klingt doch nicht schlecht, wie können wir helfen? Ja, du kannst mir helfen, Henry. Du kannst mir sagen, was zum Teufel ihr euch dabei gedacht habt. Was meinst du? Stimmt etwas nicht? Oh doch, alles in Ordnung, alles einwandfrei. Schaut euch das an. Kinby hat investiert und Digit hat sehr viel Geld verdient. Und wisst ihr was? Auch ich habe viel Geld verdient, denn ich habe Anteile an Digit. Und seht ihr, in welchem Bereich wir in letzter Zeit am meisten Geld verdient haben? Oncomedics. Das ist ein Pharmaunternehmen, das mit seinen Krebsmedikamenten sehr gute Geschäfte macht. Vor allem seit der Vorstand beschlossen hat, die Preise um das 100-fache zu erhöhen. Einige Versicherungen bezahlen diese Preise nicht mehr, aber Oncomedics ist das egal. Sie steigern trotzdem ihren Gewinn. Und so verdienen wir alle. Also, du und ich. Gerade eine Menge Geld. Patrizia schluckte. Ihr Herz pochte schmerzhaft in ihrer Brust. Äußerlich blieb sie vollkommen ruhig. Seemann nahm den Zettel, zerknüllte ihn mit einer Hand und warf ihn neben sich auf den Boden. Das ist das eine. Patrizia hörte, wie seine Stimme zitterte, doch er fing sich wieder, presste beide Handflächen auf die Tischplatte und fixierte dann wieder Patrizia, die sich am liebsten hinter ihrem Stuhl verkrochen hätte. Das andere ist, dass die Rekordergebnisse, die mit dieser Schweinerei eingefahren werden, eine Menge Leute stutzig gemacht haben. Sagt euch der Name Korrektiv etwas? Ist das nicht so ein Journalisten-Joint-Venture? Fragte Patrizia. Sie hatte diese Frage zu Hause vor dem Spiegel geübt, 2 Male. Sie war sich deshalb sicher, dass sie glaubhaft klang. Natürlich wusste sie, wovon Seemann sprach. Ganz genau. Korrektiv. Korrektiv hat sich kürzlich die Investitionsstrategien und die gehandelten Papiere von Kinby angesehen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse sind erschreckend. Wieso erschreckend? Die Ergebnisse sind gut. Steht doch alles im monatlichen Bericht. Warf Henry ein. Natürlich sind die Ergebnisse gut, weil euer verdammtes Programm nur in die übelsten Papiere investiert. Hier. Er griff nach der Zeitung und schlug die entsprechende Seite auf. Patrizia wusste nur zu gut, worauf er hinaus wollte, doch sie schwieg, während Seemann mit dem Finger an bestimmten Textstellen entlangfuhr. Turing Defense, Lockheed Martin, BAE Systems, Rheinmetall, Heckler & Koch, Kinby ist ein verdammter Albtraum. Eure Software investiert ausschließlich in Rüstungsunternehmen, die in aktuelle Krisengebiete liefern. Und wenn die Kacke dann richtig am Dampfen ist, dann werden schnell noch ein paar Aktien von Nestlé oder Bayer gekauft, je nachdem, ob eine Hungersnot oder eine Epidemie ansteht.
euer Programm. Kauft und verkauft Aktien in Abhängigkeit von Kriegserklärungen und Attentaten. Hier! Er sprang zu einem anderen Abschnitt des Artikels, überflog ihn kurz und sagte dann, keine 2 Minuten, nachdem sich dieser Terrorist in Lagos in die Luft gesprengt hat, kauft Kinvi 23.000 Aktien der Immobilienfirma Kedu. Und dann, eine Woche später, bekommt die den Auftrag für den Wiederaufbau des ganzen Stadtviertels in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Woher wusste Kinvi davon? Wie bekommt es seine Informationen? Hört es die Kanäle irgendwelcher Terrororganisation oder korrupter Politiker ab? Hier, noch so eine Sache. Flugzeugabsturz einer Boeing 737 über Venezuela. 20 Sekunden. Nur 20 Sekunden nach dem Absturz, und ich meine hier nicht nach der Meldung des Absturzes, sondern 20 Sekunden nach dem verdammten Absturz, wettet Kinvi 100 Millionen Euro auf den fallenden Kurs von Boeing. Das ist, makaber ist gar kein Ausdruck, widerwärtig ist das. Wisst ihr, wie der Titel des Artikels lautet, den Korrektiv heute Abend über Digit und Kinvi in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht hat? Teuflische Trader, wie seelenlose Algorithmen den Tod zum Geschäft machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Kunden reagieren werden, wenn das jetzt veröffentlicht wird? Die werden uns lynchen. Der Ruf von Digit als bodenständiges, nachhaltig investierendes Unternehmen ist vollkommen ruiniert durch eure schmutzigen Geschäfte. Nichts davon ist illegal gewesen, sagte Henry bestimmt. Das ist doch egal! Du kannst doch auch keinem Ferkel auf einem Kindergeburtstag die Eier abschneiden, nur weil es legal ist. Scheiße ist das! Die Investitionsoptionen waren von Anfang an bekannt. Ja, das mag schon sein, Henry. Seemann spuckte die Worte aus. Aber dann verrat mir mal, warum bei all den 1000 Wertpapieren nicht ein einziges Mal in solide Unternehmen investiert worden ist, obwohl das verdammt nochmal möglich und genauso rentabel gewesen wäre. Wieso hat euer Programm nur in die Scheiße investiert, für die sich jeder normale Mensch schämen müsste? Vielleicht war es ein Bug? Fragte Patricia vorsichtig und biss sich schmerzhaft auf die Lippen. Henry warf ihr einen kurzen, aber heftigen Blick zu und sie biss noch fest dazu. Glücklicherweise war Seemann so in Rage, dass er den Blickwechsel nicht bemerkt hatte. Verarsch mich nicht, Patricia, das passt nicht zu dir. Ich werde Kinvi sofort deaktivieren. Euer Projekt ist tot. Er atmete schwer, senkte einen Moment den Kopf und fuhr dann bedrohlich leise fort. Die Aufhebungsverträge gehen euch in Kürze zu. Ihr werdet mit der Abfindung zufrieden sein. Patricia sah zu Henry hinüber, der ebenso irritiert zu sein schien wie sie. Eine Abfindung hatten sie in ihre Pläne gar nicht mit einkalkuliert. Doch bevor Henry etwas sagen konnte, sprach Seemann weiter. Von euch, gerade von euch beiden, hätte ich sowas nie im Leben erwartet. Das ist ein PR-Desaster, das mich meinen Job kosten wird. Kann man nichts machen, sowas passiert. Aber menschlich. Sag mal, menschlich. Seemann sah erst Henry an und verharrte dann bei Patricia. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen, ha? Wie kannst du auch nur eine Sekunde in dieser Haut stecken, in dem Wissen von all dem profitiert zu haben, was falsch ist in der Welt? Ich bin nicht mehr enttäuscht, weißt du? Ich verachte dich. Ich will nie wieder etwas von dir sehen oder hören. Du ekelst mich an. Mach, dass du verschwindest. Mikkel, ich wollte, hörte Patricia sich sagen, doch Henry packte sie am Arm und zerrte sie auf die Beine. Komm, wir gehen, sagte er und zog sie mit sich. Patricia folgte ihm durch die Tür, wandte sich noch einmal um und sah, wie Seemann ihr hinterher starrte. In seinen Augen funkelten Hass und Abscheu und noch etwas. Ihr Kopf schwirrte. Sie sah den Gang nicht, durch den Henry sie schleifte, hörte nicht das Summen des Aufzugs oder ihre Schritte auf dem Asphalt. Willenlos stieg sie mit ihm in das große schwarze Taxi, das vor der Tür wartete. Die Fahrerkabine war durch eine graue Plastikwand vom Rest des Wagens abgestimmt. »Hast du alles?«, fragte Henry in der ruhigen Stimme, die bedeutete, dass er innerlich vor Aufregung platzte. Sie fuhr sich über die Jackentasche und fühlte die Kontur des Speichersticks. Ja, das Taxi setzte sich in Bewegung. Oh Mann, sagte Henry mit belegter Stimme. Wenn wir in der Luft sind, trinke ich erst mal einen Schnaps. Am Flughafen war alles vorbereitet. Ihre Taschen waren schon eingecheckt. Ein diskret gekleideter Mann überreichte ihnen im Eingangsbereich 2 neue Handys, auf denen bereits ihre Bordkarten angezeigt wurden. Wir müssen durch die Sicherheitskontrolle. Alles gut bei dir? Sie nickte nur, brachte aber kein Wort heraus. Henry legte ihr beide Hände auf die Schultern. Bald haben wir es geschafft. Wir machen das Richtige. Alles wird gut. Sie biss die Zähne zusammen und nickte. Noch konnte sie es nicht glauben, aber sie vertraute ihm. Sie hatte ihm immer vertraut. Das Handgepäck, das sie bei der Sicherheitskontrolle in eine graue Plastikwanne legte, bestand nur aus ihrem Hausschlüssel, ihrer Jacke, dem neuen Handy und dem Speicherstick mit Einwachscode. Doch niemand interessierte sich für die 2 Passagiere. Auch der Ganzkörperscanner monierte weder ihre goldenen Ohrringe noch Henrys Gürtelschnalle. Alles in Ordnung, sie waren ja weiß.
Als Patrizia ihre Habseligkeiten nach der Sicherheitskontrolle wieder an sich nehmen wollte, zitterte ihre Hand so stark, dass ihr der Stick entglitt und zu Boden fiel. Blitzschnell sprang Henry nach vorne und fing ihn eine Handbreit über den Betonfliesen auf. Patrizias Herz blieb für einen Augenblick stehen. »Dreh jetzt nicht durch«, zischte er und steckte den Stick in die Innentasche seines Jacketts zu seinem eigenen. Patrizia holte tief Luft und folgte ihm zum Abflugschalter. Außer ihnen gab es nicht viele Leute, die an einem Dienstagabend von München aus fliegen wollten. Etwa 10 Passagiere stiegen vor ihnen ein, aber Henry und Patrizia zögerten bis zum dritten Aufruf. Es war nicht nur ein Flug, es war eine Brücke, die sie hinter sich einrissen. Henry hielt ihr die Hand hin und sie nahm sie dankbar an. Gemeinsam schritten sie zum Schalter und zeigten ihre Bordpässe vor. Dank des Schengener Abkommens wollte niemand ihre Ausweise sehen. Von jetzt an wusste kein Mensch mehr, wo sie waren und was sie vorhatten. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich muss da noch ganz kurz was dazu sagen. Das hört sich jetzt nicht nach einer Utopie an. Es geht ja eher so in die andere Richtung. Aber ich kann euch beruhigen, es geht gut aus. Und das hat alles seinen Sinn. Das ist natürlich ein großer Sündenfall und ein großes Paket, was man da mit sich schleppt, um eine perfekte Welt herzustellen, mit so einer Sache in die neue Welt zu starten. Aber ja, es geht gut aus. Für alle. Oh doch, das ist ja die Herausforderung. Es geht gut aus. Ja, vielen Dank. Ich hatte auch so ein bisschen gedacht, das ist ja eher dystopisch. Aber das kommt davon, wenn man sozusagen rational zu Ende denkt, was sozusagen so passiert in der Welt. Gibt es direkte Fragen dazu? Ich denke, ansonsten kann das auch einfach für sich stehen und wir können die Diskussion mit in den Abend nehmen. Ich fand das jetzt sehr inspirierend auf so vielen Ebenen. Vielen Dank dafür. Und genau, das nehmen wir jetzt mit und nehmen sozusagen die dystopischen Momente und freuen uns darauf, diskutieren, wie wir das sozusagen ins Positive wenden können, heute Abend und vielleicht auch morgen. Und ja, einen herzlichen Applaus nochmal, vielen Dank. Ja, danke schön, dass ihr da wart. Danke.